Monster Party ist ein Spiel, was 1989 von Bandai für den NES veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde nur in Amerika veröffentlicht und besitzt für einige Spieler draußen eine Art Kultstatus. Zum einen deswegen, weil dieses Spiel eines der wenigen NES-Spielen ist, wo Blut angezeigt wird. Zum anderen, weil dieses Spiel eine sehr interessante Hintergrundgeschichte hat. Ursprünglich war es geplant, dass dieses Spiel eines der blutigsten und dunkelsten Spiele für den NES wird und dass es in Japan veröffentlicht wird. Ebenso sollte es auch eine große Anzahl an Parodien von Horror- und Monsterfilmen beinhalten. Am Ende wurde das Spiel mehr zensiert, als es überhaupt nötig war. Zum einen, weil Nintendo of America in den Zeiten der 8-Bit- und 16-Bit-Ära den Einsatz von Blut nicht gestattet hat. Obwohl trotzdem in dem Spiel Blut ist aus irgendeinem Grund. Wer weiß das schon warum. Zum anderen, weil Bandai nicht die Lizenz von vielen Monstern besaß, wodurch sie bei der Veröffentlichung ersetzt werden mussten. Am Ende ist aus dem Spiel ein Chaos geworden, was zum Teil nicht wirklich gruselig und dunkel ist, aber zum Teil auch nicht wirklich für Kinder geeignet ist. Die japanische Veröffentlichung wurde abgebrochen. Man fand aber Screenshots von einer reproduzierten Beta-Version im Internet. Ebenso hat sich eine Gruppe dazu entschlossen, das Spiel in seine originalen Beta-Form zu bringen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, folgt dem Link in der Beschreibung. Doch genug von dem. Es wird Zeit, dass wir über den Spielinhalt reden. Das Spiel beginnt mit einem typischen Intro. Mark war gerade auf dem Weg nach Hause von einem Baseballspiel, als ihn unterwegs ein Gargoyle-ähnliches Monster begegnet. Das Monster, was sich Bert nennt, erzählt ihm, dass seine Welt in Gefahr ist und er Marks Hilfe benötigt, die gefährlichen Monster zu besiegen. Mark akzeptiert und fliegt mit ihm zu einer anderen Welt. Während des Fluges fusionieren sie miteinander. Ja. Das ist die Story. Etwas seltsam, oder nicht? Nachdem startet dann das Spiel. Es ist ein traditioneller Plattformer, wo du Gegner mit deinem Baseballschläger verprügelst. Mit deinem Baseballschläger bist du aber auch in der Lage, Projektile zurückzuschleudern. Was empfohlen wird, da es normale Gegner mit einem einzigen Treffer besiegt oder einen hohen Schaden an Bossen anrichtet. Das einzige Problem damit ist das Timing. Um es in eine bestimmte Lage zu lenken, muss man das Projektil in einem bestimmten Moment schlagen. Es ist etwas schwer zu erklären. Manchmal, wenn du einen Gegner tötest, lässt er eine Pille fallen. Beim Aufnehmen verwandelt sich Mark in Bert. Nun bist du in der Lage, Laser zu feuern und zu fliegen. In dieser Gestalt hast du bessere Chancen, deine Gegner schneller zu besiegen und schwer erreichbare Plattformen zu erreichen. Dafür bist du aber nicht in der Lage, Projektile zu reflektieren. Es gibt einige Bosse im Spiel, in der man besser als Bert geht. Andere Bosse sollte man aufgrund der vielen Projektile besser als Mark gehen. Die Kontrolle im Spiel ist gut. Springen und Angreifen reagieren perfekt. Man kann den Sprung in der Luft steuern und man kann als Anfänger sich eigentlich schnell zurechtfinden. Grafik ist okay, meiner Meinung. Mehr kann ich ehrlich gesagt dazu nicht sagen. Man sieht zwar nur in wenigen Stellen im Spiel Blut, aber hey, es ist Blut im Spiel. Das macht das Spiel so besonders. Bei der Musik gibt es kaum Tracks, woran man sich wirklich erinnert. Versteht mich nicht falsch, sind nicht schrecklich, aber die Melodie bleibt einfach nicht in meinem Kopf hängen. Der einzige Track im gesamten Spiel, der wirklich klasse ist, ist die Titelmusik.
Mein Gott! Wie kriegt man bei solch einem simplen Ton so eine tolle Melodie hin? Nun, reden wir etwas mehr über den Gameplay. In diesem Spiel läufst du herum und betretest Räume. Einige Räume sind komplett leer. Andere beinhalten einen Boss, den du besiegen musst, um das nächste Level zu erreichen. Nachdem du alle Bosse im Level besiegt hast, bekommst du einen Schlüssel, der es dir ermöglicht, das Level abzuschließen. Die Level danach folgen dann denselben Aufbau. Der einzige Unterschied ist Level 6, wo du nur einen einzigen Boss hast und hunderte Türen, die dich zu einem Raum schicken, wo weitere Türen sind. Hier musst du nach der richtigen Tür suchen, die dich zum Boss und zum Ausgang des Levels führen. Was Besonderes kann ich auch zum ersten Level sagen. In der ersten Hälfte ist es wie ein Paradies mit Smileys überall und so weiter. Doch nachdem du an den Riesenkaktus vorbeigehst, verändert sich die Palette und es wird zu einem bösartigen Albtraum, wo überall Totenkopfschädel und Blut zu sehen ist. Sogar die Musik hat sich verändert. Ebenso sollte ich den Glitch in Level 7 erwähnen. Wenn du die ersten zwei Bosse in diesem Level besiegst, bekommst du schon den Schlüssel. Wenn du jedoch den dritten Boss in diesem Level besiegst, wird dir der Schlüssel weggenommen und du bist nicht mehr in der Lage, das Level abzuschließen. Das zeigt, dass die Levels nicht vollständig gecheckt wurden, bevor das Spiel veröffentlicht wurde. Doch woran man sich in diesem Spiel am meisten erinnert, sind die Gegner. Wie ich schon mal vorher gesagt habe, war es geplant, dass dieses Spiel Horror- und Monsterfilme parodiert. Daher sind die Monster in diesem Spiel zum Teil wirklich seltsam. Wie zum Beispiel Hintern, die aus dem Boden sprießen, Regenschirme, die sich als Fledermäuse tarnen, Eier, die mit Blasen schießen, Skorpione, die mit... was weiß ich, was das ist, schießen. Kleine Haie, die sich als große Haie tarnen und Dynamit mit Kleidung, was auf dich zustürmt. Ich weiß nicht genau, was das alles parodieren soll, aber hey, es ist drin! Die Bosse in dem Spiel sind ebenso seltsam. Jedes Mal, wenn du einen Boss begegnest, sagen sie irgendein Gag, was mehr oder weniger mit dem Monster zu tun hat, wie zum Beispiel "Don't pick on me!" oder "Hello, baby!" oder "I suck all your blood!" oder "Move on!" Und es gibt so einiges mehr. Und wenn euch schon die Gags komisch vorkommen, dann ratet mal, gegen was für Bosse ihr überhaupt kämpfen müsst. Jemals eine fleischfressende Trichterpflanze gesehen, die mit Blasen auf euch schießt? Wurdet ihr jemals in ein Videospiel von Shrimps, Zwiebelringe und Kebab angegriffen? Habt ihr jemals einen Minotaurus gesehen, der euch mit süßen kleinen Kälbern angegriffen hat? Und von solchen seltsamen Bossen ist das Spiel geradezu überfüllt. Es gibt hunderte, die ich hier als gerade aufsagen könnte. Und dann gibt es auch diese Art von Bosse, die gar nicht mit dir kämpfen wollen. In Level 1 ist dieses... ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was das darstellen soll. Für mich sieht das aus wie eine riesige rote Spinne. Und sie sagt zu dir... sorry, I'm dead. Und in Level 5 gibt es diese zwei Zombies, die zu dir... watch my dance sagen. Und vor deinen Augen anfangen zu tanzen. Wenn du sie angreifst, fallen sie auseinander und bauen sich dann wieder auf. Die einzige Möglichkeit, es zu gewinnen, ist stillzustehen und sie beim Tanzen zuzuschauen. So, nach 30 bis 50 Sekunden fallen sie dann auseinander und du hast den Boss besiegt. Und das ist Monster Party für den NES. Ein gewöhnlicher Plattformer mit einer Idee, die aufgrund Nintendo und anderen Lizenzen stark eingeschränkt wurde. Es ist zwar kein Meisterstück und es gibt Teile im Spiel, die sich langweilig und wiederholt anfühlen, doch für mich ist es ein Klassiker und hat einen großen Platz in der Geschichte der Videospiele. Auch wenn es nicht sehr bekannt ist. Mir macht das Spiel einfach Spaß und ich bleibe auch dabei. Also gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, sagt mir, was ich verändern sollte.